willkommen in der Classic Remise hier, Edition 100, Maybach GLS 600. Vorne ist die Classic Remise. Heute nur ein Highlight-Video. Wer den kompletten Dauerbestand der Classic Remise sehen möchte, muss mein Video, Gottes Willen, so die Goschhalde, die alte Trippe, muss mein Video schauen zur Classic Remise kompletten Virtual Tour. Die habe ich auf meinem Kanal, einfach Utixo Classic Remise eingeben. Das ist ein Video, da laufe ich komplett durch die Classic Remise, zeige euch alle Restaurants, alle Läden, alle Shops, alle Dauerfahrzeuge. Und heute gibt es nur Highlights. Aktuell Stand heute, was haben wir, fast den ersten Ostern 2024, fast den 1. April. Stoppt das Video an dieser Stelle. Gleich jetzt weiter. Ja, der Chiron steht schon eine Weile hier. Der Elver noch nicht so lange. Jedenfalls kenne ich den noch nicht. Hier oben haben wir schon mal einen Sterling Moss. Hier, möglicherweise seltener als ein Chiron. Mein damaliges Traumauto. Und das würde ich mir selbstverständlich heute auch noch in die Garage stellen wollen. Ein CL65. Wir haben hier schon den V12 B-Turbo unter der Haube. Damals auch schon 612 PS. Habe schon von weit weg gesehen, weil das ja eigentlich die 65er spezifischen Felgen waren. Auch beim SL65 damals. Die Baureihe ist ein C215. Ich bin gerade am Überlegen, doch. C215. C216 ist der Nachfolger. C217 ist dann das SQP, dann hieß es nicht mehr CL. Geil. Was ein Auto. Hier mit dieser Spurverbreiterung. Das wäre einem Utixo würdig, aber nicht mit schwarzem Interieur. Das ist hier die deutsche Ausführung, das ist langweilig. Auch hier drüben ist natürlich auch die Wucht. Das sind aber die Dauerausstellungen. Der hier, den habe ich, sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Blackie. Ein Blackie. Ah, noch ein Sterling Moss hier. Wie gesagt, schaut das andere Video, wenn ihr die Dauerexponate ausführlich sehen wollt. Den Blackie zeige ich euch noch hier. Nicht Blackie, den Sterling. Sterling, Blackie. Black Sterling. Ich probiere mal, kann man da irgendwie durch die Scheibe? Na, das habe ich mir zu gut vorgestellt. Müssen wir so filmen. Ich dachte, ich kann da die Kamera irgendwie ein bisschen durchmachen. Sterling Moss in Weiß. Ich stoppe das Video kurz. Wunderschöner SLR Roadster. Da vorne kann ich schon meinen absoluten Favorit sehen. SLR 722S da vorne. In dem Grauton. Hier 4x4. Das hier ist auch geil. Ein Shelby GT500 Cabriolet. Die sind sehr, sehr selten. Und die hatten auch damals schon vor, keine Ahnung, die sind auch jetzt über 10 Jahre alt, glaube ich sogar schon. 2006, 2007, 2008 gab es die. Hatten die schon 600 PS oder so Kompressor aufgeladen, so wie quasi eine Hellcat heute. Echt geil. Boah, da muss der Utixo so kurz mal niesen hier. Danke, danke, Gesundheit. Ja, ja, ich hab's gehört. Danke, danke an alle, die mir Gesundheit gewünscht haben. Ah ja, dahinter ist direkt noch ein SLR. Sehr schick. Ein roter Aventador LP 700 hätte ich jetzt gesagt. Sprich, der erste, der unfahrbar war. Aus irgendeinem Grund kann man das nicht lesen. Oder? Da steht nichts, aber ist weggegruppt. Das war ihm peinlich. Dann ist es ein erste Generation. Ja, natürlich, erste Generation. Deshalb hat er es weggegruppt. War ihm unangenehm. So, hier. Utixos Traum schon immer. Also das war schon immer fest. Das Auto gehört dem Utixo. Nebendran ein normales SLR Coupé. Nebendran ein SLR 722 Coupé. Das hier ist die Capri-Variante. Da ist dann noch ein S dran. Nebendran dann ein Black Series. Da hinten haben wir nochmal zwei SLR Coupés. Da haben wir noch ein SLS. Das ist ein Auto, Wahnsinn. Auch sehr schön zu sehen ist,
Das hier sind 722S spezifische Räder. Es gibt auch einen, der sie ja um Stirling Moss hat, aber eigentlich sind die nur für den 722S bestimmt, diese Felgen. Und auch das Coupé hat die Coupé, 722 Coupé spezifischen Felgen. Die gibt es eigentlich nur für den. Es gibt natürlich welche, die manchmal irgendwo auf dem Coupé dann irgendwo die Räder noch hergeholt haben oder so und drauf gemacht haben. Und das sind auch die normalen Coupé-Felgen. Ganz normales SLR-Coupé gab es seit 2006 definitiv, vielleicht schon seit 2005. Und 4 war dann, glaube ich, das Konzept, oder 3 sogar schon. Silberpfeile. Traumhaft schön. Cool, dass so viele SLRs hier sich tummeln. DBS in der coolen Farbe. Noch ein DBS als Volante. Cabriolet, er hier hat ein Carbondach. Ja, hier Stoff. Alter Alpina, auch cool. Und dann ist hier, glaube ich, in dieser Halle da noch ein Signet, basiert auf dem Toyota IQ. Den konnte man nur kaufen, wenn man einen Aston Martin, ich glaube ein DBS war es, gekauft hat. Und dann war es das in der Halle. Ich stopp das Video kurz. Hier versteckt sich noch ein SLR Roadster. Da hat einer hier so komische ARD V1 Felgen drauf gemacht. Ja, so komisch sieht es auch nicht aus. Sieht ganz okay aus. Ja, wobei doch, sieht ja mal was anderes, ne? Dadurch, dass hier hinten so tief reingehen, ist das schon schick gemacht. Hier haben wir einen Veyron Jean-Pierre Vimille Edition. Und zwar habe ich auf meinem Kanal alle Veyron Editionen der Welt ein Video darüber, alle Chiron Editionen der Welt ein Video und alle Königseck Editionen und Versionen der Welt. Das hatte ich ganz am Anfang, als ich diesen Kanal angefangen habe aufzubauen. Ich mache YouTube schon seit weit über 10 Jahren. Mein erstes Video, glaube ich, ist mittlerweile, steht glaube ich auch da vor 10 Jahren, vor 11 Jahren oder sowas. Mein Bruder hatte damals, als YouTube rauskam, schon Videos gemacht und hatte eine Videokamera. Und da hatten wir schon Videos gemacht. So lustige Videos, Pranks und so, damals schon. Und diesen Kanal baue ich jetzt erst seit exakt einem Jahr auf. Ziemlich exakt vor einem Jahr habe ich diesen Kanal angefangen aufzubauen. Und ganz am Anfang habe ich stumme Videos zu Hause noch ein paar gemacht, einfach nur um auf dem Kanal mal ein paar Videos raufzubekommen, um irgendwie vom YouTube-Algorithmus erkannt zu werden. Und darunter auch eigentlich ein extrem spannendes Video, was niemand wahrscheinlich auf der Welt jemals gemacht hat. Alle Editionen vom Veyron. Könnt ihr euch mal angucken? Könnt ihr Veyron-Experte werden? Ein wunderschönes Auto. Unfassbar schön. Also alleine diese hochglanzpolierten Felgen, wie bei so einem S65, voll geil. Also wirklich sehr, 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 sehr geil. Perfekt, wunderschön, traumhaft schön. Und das vorne ist auch nicht schwarz, falls das jetzt so aussieht. Das ist alles dunkelblau. Ich kann es von hier nicht sehen, aber es könnte auch Sichtcarbon noch sein. Dann haben wir hier nochmal einen M1. Ich überlege immer, ob es ein M1 oder ein 1M ist, aber es ist ein M1. Das andere Auto heißt 1M. Dann hier unten auch sehr schöner Speck. Heutzutage sagen die Kids ja nur noch Speck. Man würde auf Deutsch sagen, eine Konfiguration. Dann hier 300 SL. Ford GT, Ford GT. Grüße gehen raus an den Ford GT. Junge. Der Stirling Moss von oben. Und dadurch, dass das Video jetzt so kurz ist, glaube ich, mache ich einfach meine Düsseldorf-Sachen hier an das Video und gehe mal ganz kurz noch hier rüber, ob hier noch was ist. Sehr schön, ein grüner 812. Versteckt sich hier, dunkelgrün. Wir gucken mal ganz kurz noch, was hier oben ist. Und dann stoppe ich das Video und dann schneide ich einfach die Düsseldorf-Sachen dran. Ich stoppe es noch kurz. Zagato, Vanquish, Shooting Break heißt er, glaube ich. Quasi der Kombi. Wunderschöner SLS Final Edition. Zu erkennen an den Felgen, die es zuerst bei der 507 Edition beim C63 gab. Dann beim G63 463 Edition. Und an der Carbonhaube und dem Spoiler da hinten. Nebendran einfach nur ein Alanit Magno
Oder ist das Monster Magnum? Kann Monster Grey Magnum sein? SLS. Und das war's von der Klasse Krimis.